Wir machen jetzt noch einen Abstecher zum Salzburger Turnskiwinter, der in seiner letzten Auflage am Hallener Dürmberg stattgefunden hat. Es ist eine gelungene Bilanz, die der Veranstalter bei der sechsten und letzten Station des Salzburger Tourenskiwinters ziehen kann. So wie im Vorjahr stand auch in dieser Saison die Attraktivität dieses Sportes in Form von gemütlichen Skitouren mit Gleichgesinnten im Vordergrund. Immer mit dabei die Profis des La Sportiva Mountain Attack Teams, die mit ihrem Wissen sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen zur Seite stehen, und auch die Bergrettung, die dafür Sorge trägt, dass jeder Einzelne gesund nach oben und auch wieder heil nach unten kommt. Ja, es ist hervorragend gelaufen. Wir haben uns sehr gefreut. Es waren sehr viele Besucher, rund 250. Wir haben gemeinsam 3.500 Höhenmeter bezwungen. Und wir waren in allen Salzburger Bezirken bis jetzt mit den 5 Veranstaltungen, und das Resümee ist sehr positiv. Auch beim Finale in Bad Dürrenberg ist die Teilnehmerzahl trotz nicht allzu guter Schneelage beachtlich, wofür es, bezogen auf den Salzburger Turnskiwinter, eine einfache Erklärung gibt. Tourengehen ist eine Trendsportart. Es hat ein gutes Image, man bewegt sich in der Natur, es ist dynamisch. Es passt zur Salzburger AG. Wir haben die Möglichkeit, dass wir hier Anfänger und Fortgeschrittene gemeinsam eben diese schöne Sportart gemeinsam machen können und eine Nachttouren gehen, also eine Nachtskiabfahrt, ist überhaupt ein eigenes Erlebnis. Wobei zwischen Raufgehen und dem Runterfahren sich das eigentliche Ziel befindet, nämlich das Zinkenstüberl, das mit einer hervorragenden Bewirtung aufwarten kann und der gesellschaftliche Aspekt nicht zu kurz kommt. Ich würde mal sagen, ein Skider, wo es zur Belohnung eine Hütte gibt, wo man noch einen guten Radler trinken kann, das ist natürlich eine zusätzliche Motivation. Gerade nach einem arbeitsreichen Tag in der Hütte gemütlich zusammensitzen, perfekt, mit so netten Leuten, echt eine super Geschichte, was die Salzburger AG mit La Sportiva da aufgezogen hat. Aber Vorsicht, die Gemütlichkeit verleitet sehr schnell, unvorsichtig zu sein. Deswegen wenig oder kein Alkohol, wenn man noch eine Talfahrt vor sich hat. Ja, das ist natürlich klar. Da ist natürlich jeder selbst für sich verantwortlich. Das können wir natürlich auch nicht steuern. Aber die Gaudi darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und das war beim Salzburger Turnskiwinter 2016 sicherlich nicht der Fall. Nein, ich bin ganz begeistert. Also was das La Sportiva Team im Auftrag von der Salzburger AG und der Salzburger Nachrichten da zustande gebracht hat, finde ich ganz toll. Ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, es findet nächstes Jahr wieder statt. Deswegen Salzburger Turnskiwinter! Yeah!